Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Wir wollen hier mal... diese Häuser jetzt looten. Ich hoffe, hier ist nichts Fieses drin. Das war ein edles Klo, oder? Okay. Die... Salz! Salz, sehr schön. Salz hat mir auch gefehlt. 3 Stück. Wo ist denn der 4. Salzstreuer? Du geilst hier mal nicht so. Na. Ja, Zucker. Weißt du, so Alkohol kannst du ja ohne Ende brennen, ne? Aber... Taschenlampe an hier. Ja. Schick war es hier mal, ne? Irgendwie viel zu viel Loot für alles. So. Ja, das Brett brauche ich nicht. Nein, brauche ich auch nicht. Die Tür kriege ich nicht zu. Ah ja, das ist die Garage. Da. Weißt du, wenn ich mir Holz holen will, kann ich Bäume fällen. Das ist nicht so das Problem. Natürlich Ressource, die geht uns nicht aus. So, mach das Licht aus. Die ist doch ein bisschen stark, die Taschenlampe, finde ich. Okay. Gut. Das war eine Flasche. Das Auto ist schon fast wieder voll, behaupte ich. Die Flaschen nehmen halt unheimlich viel Platz weg. Ich weiß auch nicht, ob ich mir da so einen Gefallen tue. Ich könnte natürlich, ich habe ja schon so viele Flaschen, ich könnte natürlich die Flaschen auch erstmal hier in diesem Kofferraum lagern. Das vergesse ich natürlich, bis ich die irgendwann mal wieder brauche. Und dann frage ich mich, irgendwann waren da die Flaschen. Also das kriege ich im Leben nicht auf die Reihe, denke ich mir. Dann gehen wir mal weiter. Fahren wir mit Auto? Nee, ne? Ein paar Meter können wir auch laufen, glaube ich, ne? Da drin sind Zombies. Einer lief da vorne entlang. Wenn ich jetzt die Laufwege... Ja. Ach, der läuft da mal denselben Weg im Kreis. Oder sind das mehrere? Ah ne, der kommt gerade wieder zurück. Sieht er mich denn, wenn ich hier stehe? Das sind 2. Meinst du? Messern war aber eigentlich auch mal eine gute Sache eigentlich hier. Eigentlich in Messern hier auch mal. Also die Zombies in diesen kleinen Blockhütten waren Messern eigentlich mal ganz gut. Aber eigentlich brauchen die nur... Na, manche brauchen mehr Schuss, ne? Wenn du schlecht triffst, ne? Na, mal gucken, wenn der da hinten lang läuft, müsste ich ihn eigentlich in den Nacken schießen können. Das sollte eigentlich gut funktionieren.
Das sagen, jetzt ändern Sie Ihre Laufwege. Jetzt kommen Sie gleich von rechts oder sowas. Von hinten. Na komm. Wo seid ihr denn abgeblieben? So groß ist das Haus doch nicht. Eben sind Sie hier noch ständig entlang gelaufen. Ich weiß, Messer nur von hinten, Tucker. Proxy, na Wind. Ist jetzt hier Ruhe? Eine 9 mm. Sehr schön. Und Combat Knife, das nehmen wir mal mit. Das kann nicht schaden. Guck mal, die hatten vor umzuziehen. Oder gerade einzuziehen. So oder so, sie hatten nicht lange Spaß an dieser Wohnung. Oh, sie haben meine Workbench hinterlassen. Sehr schön. Ja gut. Move. Sehr witzig. Die kann ich mal nach Hause schleppen. Da haben wir viel Spaß dran. Viel Freude. Und Rücken. Danach hast du echt Rücken. Nee, es klingt nicht so, als wären jetzt hier noch Zombies. Ich glaube, die haben wir alle erledigt. Hier röchelt nichts mehr. Elektronikteile. Nochmal Elektronikteile. Was denn gibt's hier? Refresh. Ja, das ging noch ganz gut. Drei Schuss, drei Viecher. Das war ganz okay. Nein! Ja, guck mal, die Hasenfamilie. Ach, wie süß. Da muss ich ein Foto von machen. Das wird mein Thumbnail. Wahrscheinlich. Ei, noch eine kugelsichere Weste. Nochmal zwei Racks. Ich kann Wäscheladen aufmachen mittlerweile, oder? Echt, der lässt sich nicht looten? Liegt hier irgendwas auf den Schränken vielleicht mal? Nein! Nein! Mann, Ideen? Ja, ich duck mich. Passiert nichts. Ja, TV mit Messer kaputt machen. Können wir mal versuchen. Scheiße, es geht wieder nicht. Konsole auf und TCL? Ja, ich ducke mich doch. Ich komme nicht mehr runter. Ich ducke. Ich mache auch Duck Jump die ganze Zeit über. Ich kann mich nicht mit Ducken nicht mehr. Ich ducke mich. Da ist hier gerade nichts mehr mit Ducken. Ja, Mann. Springen tue ich da auch. Ich mache sogar Duck Jump. Funktioniert nicht. In keine Richtung komme ich mehr hier. Und die restliche Einrichtung kann ich hier nicht zerstören gerade. Das ist das Problem. Das ist ja alles unkaputtbar. Komme ich nicht wieder raus. Das mit der Konsole ist, das war jetzt aber kein ernst gemeinter Hinweis, ne? Oder? Gibt es hier eine Konsole? Kann ich da irgendwas eingeben? Toll. Quit to Menu macht auch wieder nicht. Autosave habe ich ja extra abgeschaltet irgendwie.
Ja, dumm gelaufen. Nee, wenn ich jetzt speichere und neu lade, ich stoppe mal eben die Aufnahme. So, ich habe hier mal eben neu geladen. Herzlich willkommen nochmal zurück. Hab das letzte Haus gelootet. Dann schießen wir jetzt nochmal auf die Jungs. Ich will wissen, was in diesem Haus ist. Ich wollte halt nur gucken, was da auf dem Schrank ist. Ey, es ist Sonne draußen. Du kannst nicht so weit laufen. Denk dran, junger Mann. Was soll denn das? Also wenn er von vorne kommt, macht er. Echt eine gute Sichtweite mittlerweile, ne? Die 35 Meter. Komm her. So, geht auch so. Vorhin war besser. Ah, man kann nicht alles haben. So, nun ist aber Ruhe im Schacht. So, ich speichere jetzt nochmal. Safe Game. So, nehmen wir das nochmal mit. Weißt du, vorhin hat das so gut funktioniert. Es kam ja aus der anderen Richtung und da hast du auch nicht die Geduld dazu gerade, weil du das ja eben eigentlich alles schon mal gemacht hast. Und ja, und dann passiert genau sowas. Das heißt, wenn man hektischer wird, wird es nicht besser. Was für eine Überraschung. Ach, komm, nimm mal die Säge auch mit. Was soll's? Ist denn irgendwas auf Schränken hier? Oh, guck mal, hab ich mal sehen. Könnte hier nicht irgendwo eine Waffe versteckt sein? Dinge liegen manchmal an ungewöhnlichen Orten. Böses Ding, da springe ich jetzt nicht nochmal rauf. Oh, Valimente. Nachtschrank. Jetzt sei brav und bedank dich. Ach, guck mal hier, an ungewöhnlichen Orten, da haben wir ja was. Was? Osipi, danke. Dankeschön. Kann ich die mitnehmen? Ne, kann ich nicht. Harte Sachen, ja. Ach ja, die Weste, genau. Und Aidans, danke für den Follow. Schönen guten Abend. Wie gesagt, den Fehler mache ich nicht, dass ich da nochmal raufspringe. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ja, nochmal Nähzeug. Nochmal Racks. Nochmal Rex. Viel zu viel Stoff. Ich weiß gar nicht, was ich damit jemals machen soll. Das Notebook würde ich gerne mitnehmen. Oh, Bandage. Die lasse ich hier. Die können wir eh noch nicht im Spiel benutzen. Aber wenn es hier irgendwie so ein Kinderzimmer ist, muss da auch eine Knarre haben, oder? Also hier lohnt es sich ja schon fast eine zweite Wohnung irgendwie aufzumachen, oder? Also so viel wie hier generell zu looten ist, die kann man sich ja wirklich schon einen zweiten Wohnsitz einrichten. Vielleicht wäre das gar nicht so die blöde Idee. Das essen wir einfach mal. Im Antihaus? Was ist denn das Antihaus? Oh. Das ist ja gut. Was ist denn das Antihaus? Ich muss die Wasserflasche mitnehmen. Ich brauche dringend. Oh, ein Lockpick. Hier muss ich leider mal rein. Also den Lockpick würde ich ja ganz gerne mitnehmen. Oh, Buß. Ja, komm, lass uns doch mal reingehen hier. Moment, okay, ja. Weiß gar nicht, wo ich das alles hinlegen soll. Unglaublich.
So, 8, 7 Scrap Metal. Also die ganzen Racks brauche ich irgendwie auch nicht, ne? Pass auf, machen wir das mal so. Die gehen da noch rauf. Ich brauche auch nicht unbedingt eine Säge. Ich habe noch irgendwie zwei zu Hause. Ich habe bisher noch gar nicht viel gesägt. Wir packen die Racks da rein. Dann kommen die Elektroteile rein. Kennst du den CJ Anti? Nee. Du kannst einen Spritkanister im Motorraum ablegen. Woher? Ah, wie cool. Clever. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Sag mal ganz ehrlich, noch eine zweite Knarre bringt mir noch nichts, oder? Es bringt mir noch nichts, noch eine zweite oder eine dritte Pistole zu haben. Das hat doch überhaupt gar keinen Nutzen für mich, ne? Sieht das richtig? Okay, schau mal da rein, wenn das steht, der weiß, was ich meine. Oder der wohnt da drin wahrscheinlich, ne? Das ist die Frage, ob die Zombies hier Respawn haben. Oder nicht. Wenn man hier drin wohnt. Das wäre mal eine interessante Frage. Ob die respawnen. Den Lockpick wollen wir mitnehmen. Genau. Und hier war noch der Boost. Genau. Okay. Cooler Grill, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh B-Mod. Nabend. Dankeschön für den Host. Ja, ist mal ehemals idyllisch hier gewesen, ne? Und mal in das Haus rein. Da sind da auch wieder Zombies drin, denke ich mir. In so einem Haus. Aber ich höre keine. Ach, vielleicht sind wir doch safe. Ich höre keine. Die machen eigentlich immer... Oh, nochmal Salz. Das ist gut. Das nehmen wir sehr gerne mit. Streichhölzer können wir auch mitnehmen. Auch wenn wir die gar nicht unbedingt brauchen. Wir haben noch so viele. Man sollte echt überlegen, ob man sich hier ein zweites Haus irgendwo besorgt. Dieses hier zum Beispiel. Das könnte man dann machen. Ist doch cool mit dem Wintergarten. Es ist ein bisschen unordentlich hier drin. Ja, der wird wahrscheinlich in dem Haus wohnen, ne? Denke ich mir. Der Typ da. Die Rex lasse ich mal so. Die brauche ich gerade nicht. Und es sieht natürlich irgendwie mal ein bisschen un... Oh. Aha. Ja, Wasser... Regel. Na. Man kann da was mitmachen. Da geht was hier. Auf dem Klo ist eine Bandage. Wo kommen wir denn da hin? Okay. Ah. Das deckt nicht. Okay. Ach komm, Soul-Kit. Was aber, was schließen denn alle ihre Türen ab? Lydia, ich wünsche dir was. Ich mache aber auch gleich Feierabend. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende sonst. Weg.
lohnt sich hier richtig, ne? Zu looten. Was war hier noch? Ja, Nähzeug, ne? Eine Gitarre, okay. Ich hatte jetzt schon Angst, hier irgendwo drauf dann hochzuspringen. Ich brauche nicht so viele Racks. Ich glaube, hier sind wir durch mit dem Haus. Ne? Die Küche hatten wir, ne? Ja klar, da habe ich das Salz ja ausgeholt. Ich hätte höchstens noch die Idee, man kann, glaube ich, mit dem Koffer ins Auto einsteigen, so wie es ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe es bei Hobby gesehen, da hat der Bobby auf dem Arm das Huhn. Allerdings hat er das auch getragen. Ich weiß nicht, ob das anders getragen wurde. Lass mal gucken, ob wir F-Drive. Nee, geht doch nicht. Mit dem Koffer geht's nicht. Mit dem Huhn geht's. Das Huhn hat man aber auf dem Arm. Okay. Dann lassen wir nochmal gucken, was wir hier nochmal reinstecken können. Salz. Stack bis 5. Immerhin etwas. Tja, müssen wir jetzt nach Hause fahren. Es geht nicht anders. Ich kann ja nicht mehr wirklich was mitnehmen. Dann lass uns wieder abhauen. Lustig, wie die Radkappen nach vorne wieder durch die Gegend fliegen. Also ich, wie gesagt, ich könnte natürlich theoretisch auch da vorne das Haus übernehmen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Einen zweiten Wohnsitz zu machen, wenn ich im ersten noch nicht mal irgendwie alles fertig habe. Das kann ich genau sagen, ob das sinnvoll ist. Hat jemand von euch irgendwie kein Safe? Nee, warum? Ja gut, komm, machen wir mal. Kann ich schaden. Ja, ich lebe gern gefährlich, das stimmt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal wirklich einen Rifle finde. Also eine normale Hunting Rifle, das würde mir reichen. Muss ja keine Sniper sein, aber so ein Schuss nachladen. Aber dann, wenn so ein Schuss sitzt, dann müssen die aber auch umkippen, die Jungs da. Hallo. Dann müssen die Jungs aber auch umkippen. Habe ich momentan ja nicht so das Gefühl. Ja komm, so weit weg ist es auch nicht. Mit Auto ist alles schnell hier. Ich habe das Gefühl, das Zeug verbraucht immer keinen Sprit hier. Wir haben immer noch 17 Liter. Unglaublich. So, stellen wir ab. Hat sich auf alle Fälle wieder gelohnt. Ich glaube, ich sollte hier nächstes Mal ein bisschen kürzer treten und einfach mal ein paar... Ich glaube, wir machen uns mal ein paar Bandagen oder sowas. Ne? Ich sollte mir mal anfangen, hier einfach mal ein paar Schränke craften oder sowas. Das geht ja nicht. Schade, dass man sich keine Schränke craften kann. 4 Federn haben wir hier. Ah, komm, die hätten dann noch besser gestackt. Siehste, so ein Ärger. So, okay, ich sortiere mal meine... Ach, das geht ja nicht. Ich brauche mehr Schränke. Ich brauche deutlich mehr Schränke. Deutlich mehr Schränke. 5. Hä? Wie hoch steckst du noch? Ist ja lustig. Okay, Wasser. Wie gesagt, ich sortiere das einfach mal in Ruhe ein. Ich verabschiede mich mal aus dieser Folge. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich glaube, zeitlich passt das ganz gut. Ich glaube, ich hatte die Aufnahme... Ah ja, die hatte ich unterbrochen und dann neu gestartet, ne? Ja, dann müsste das jetzt eigentlich auch ganz gut passen. Ich mache mal Loot All. Nimmt das von oben nach unten weg.
Okay, ich sortiere das dann gleich wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das ist ein lustiger Bug. Okay, da muss er nochmal irgendwie nacharbeiten, würde ich sagen. Es war lustig. Hat was. Hat echt was. Sehr schön. Okay, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.